Vertrauen. Baden-Baden, 4:05 Uhr. Auf die B500. Die Reise beginnt. Geht schon los. Ja, logisch. Ist schon an, ja. Voll im Bild. Bist voll im Bild. 4:05 Uhr. Team Tobias Beiler auf dem Weg nach Italien zu Race Across Italy. Hat er schön gesagt, ungefähr der Tom Pindy, oder? Ging es jetzt die ganze Zeit? Das natürlich, hallo. Live schalten. Hallo. Nee, live haben wir noch nicht schalten. Warte mal, das muss erst gut wie live schalten. Links halten. So, was haben wir noch mal? 300 Kilometer. 300 Kilometer bis Villa Rosa, wo unsere Wohnung in den nächsten Tagen zwei sein wird. Strahlen nach Sonnenschein. Wie geht's denn meiner Crew? Bombe. Was? Wie es meiner Crew geht, hätte ich einen Fuß. Deiner Crew geht's erste Sahne. Das dauert halt ein bisschen, sind ein bisschen übermüdet. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Abbiamo voluto chiamare sul palco Valerio, Michi e Giampiero perché loro... Chefin telefoniert, hat sonst nichts zu tun. Seltsam. Guten Morgen, Tobias. Wie fühlst du dich heute Morgen? Nervös. Wir sind noch. Bitzeli nervös, aber. 3 Stunden vom Start. Ja. Wieso Rennpferde? Jetzt will ich aufs Rad, ich will jetzt raus. Ja. Vor allem, wenn ich drauf geschlafen habe, ganz gut eigentlich. Hat zwar Sägewerk neben dran gehabt, das können wir rausschneiden. Nee, war gut. Alles gut. Fühl mich gut. Okay. Präparationen erledigt. Kann losgehen. Let's rock. Und jetzt? Hast du schon? Ab. Due, uno, Valerio Zambodi, campione mondiale, Ultra Cycling. Go Valerio, go, go, go Valerio! Un applauso a Tobias. Hallo Tobias. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Heiß? I'm hot. Letztes Jahr, das war eine andere Rider mit einem gleichen T-Shirt. Aber es war eine gute T-Shirt. Er war der Winner vor der zweite, aber er war eine gute Besuch. Okay, mehr Druck. More pressure on me now. Thank you very much. Allora, vi stavo dicendo che un paio di edizioni fa abbiamo avuto un ciclista dall'Austria, credo, che aveva la sua stessa divisa. Allora, lui ha avuto un buon piazzamento, allora diciamo che probabilmente mi porterà fortuna. E allora Tobias mi dice,
adesso mi stai mettendo pressione. Tobias, how do you feel about the race today? First time for you, Race Across Italy? Race Across Italy, first time. Last year I did the Adriatic Marathon. Race Across Italy, first time and qualifier. Allora dice che viene in Italia perché ovviamente è contentissimo di essere qui, gli piace l'Italia, ha fatto la Adriatic Marathon l'anno passato e quindi ama l'Italia ed è contento di essere qui. Allora, Tobias, 3, 2, 1, nil. Go Tobias! Go, go, go! Oh, kühl drum. Geht schon los, siehst du? Geht schon los! Wenn rumklettern muss. Die GoPro ist noch nicht drin und das Navi läuft noch nicht. Und das Navi unterm Fahren machen? Das werde ich noch mehrmals am Tage machen. Ja, ja. So, wir sind gestartet. Wir sind jetzt schon 5 Minuten auf der Straße. Und ja, ich glaube, Tobi hat seinen Rhythmus schon gefunden. Und der Start war grandios. Viel Tamtam, 3, 2, 1 und los ging's. Und jetzt haben wir die Strecke alles eingestellt. Und ich denke, jetzt sind wir mal 765 Kilometer schön on the road. In diesem Sinne, bis nachher wieder. So, Topse, gib mal ein kleines Statement ab. Wie geht's? Ganz gut, erster Anstieg. Gestern nicht zu viel versprochen war im Briefing. Da ist relativ knackig klein zu Beginn. Aber hey, einfach machen. Richtig. Läuft! Hilft mir nichts. Weiter so! Ah, dann muss es ja mal, oder? Ja. Jawohl! Wir sind stolz auf dich. Ich auf euch. Yes. Best Team forever. Yes. Race Across Italy 2019. Hast du Armlinge oder Beinlinge? Ja.
Kurve. Ich hab noch eine. Magst zwei Gel nehmen, weil du hast ein Fressobin zu wenig. Dann spreche mit mir. Oder wie nochmal einen extra Salty-Riegel. Hm? Ob ein Salty-Riegel holen will? Willst du einen extra Salty-Riegel? Nein. Das an, du echt. Sonst fahren sie wie die Hänger. Jetzt ist er weg. Tobi, hörst du mich? Nee, der ist schon. Ich habe das starke Auto. Tobi! Richtung Pescara. Was sieht man da vorne? Nee. Jetzt. Ja. So, jetzt. So. Ja, der Traum wieder unser Wohnzimmer durcheinander gemacht hat, aber ein genialer Fahrstil. Richte ich jetzt das Wohnzimmer wieder ein und richte für unseren Fahrer Tobias wieder eine Schlangenstrecke. Für die Nachwelt. Und auch wenn es der Tobi dann später ist. So, als nächstes kommen wir nach Pescina. Tobi, ja? Wir waren gerade eben mit dem Auto völlig out of range. Aber weil wir so ein brillanter Fahrer haben und sein Navigationssystem funktioniert, ist er richtig gefahren. Dann hatte Olli sein Navigationssystem bemüht und beide Navigationssysteme haben uns dann nach 5 Minuten des Schreckens wieder zueinander geführt. Ja. Aber man musste ein bisschen schneller fahren. Ich denke, wenn die Karabiniere uns angehalten hätten, hätte es vielleicht einen kleinen Verweis gegeben, aber dem war Gott sei Dank nicht so. Und deswegen fahren wir jetzt wieder gemütlich im Tempo weiter. Wir sind immer noch gut im Schuss, haben einen fantastischen Schnitt, es läuft immer noch sehr rund. Jawohl. Und das Wohnzimmer ist jetzt dann auch gleich wieder aufgeräumt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Runde. In der Zeit. Okay.
wir hatten alles Regenjagd dabei. Habt ihr Regenjagd dabei? Ich habe Regenjagd dabei. Du warst dabei, oder? Ja. Aber es ist halt kein Rad drin, taugt die Regenjagd. Ja, die anderen. Die sind noch nass, das sind die Beinlinge. Das sind Beinlinge. Steffi, unter meinem Sitz oder unter unserem Sitz liegt mein Regenjack. Gib sie mal nach hinten, er soll sich angucken. Wenn er sie anziehen will, kann er sie gerne anziehen. Hab's. Hab's. Wenn das alles nur für pinkeln, macht jetzt keinen Sinn mehr. Was willst du denn von? Ein Kaffee oder was? Kaffee, ja. Was ist das? Wolltet ihr noch die Box abschrauben? Mir stopfen auch hier. Auch diese Dinge echt? Muss ein Team mal tun. Ich wickel mal ein Stück. Mario, super Tobi, weiter so. Denk an dich. Albatros, Tobi, hau rein. Such alles Gute der Begleitcrew. Passt einwandfrei auf. Bin in Gedanken bei euch. Wer denn? Der Albi. Tobi, pass auf, wenn du mit dem Sitz hochgehst, dass du mit der Jacke halt, wenn ich hingehängen bleibst. Ja. Radtausch ist noch nichts, oder? Keine Option. Hä? Radtausch ist noch nichts, gell? Ja, geschafft! Okay, weiter. Eine neue Trinkflasche, komm. Ja, die kriegt ihr, die ist schnell. So schnell, dass sie wieder nicht. Ja. Schön, das ist gleich weg. Du kriegst jetzt Ultra, ja, weil du jetzt so lang gefahren bist. Noch ein Gel. Achtung, Olli, geht mal zur Seite. So. Geht mal zur Seite, Olli. Und ich bin stolz auf uns. Auf gut. Wir haben es super gemeistert bis jetzt. So, komm hier, hol ihn. Komm, auf geht's. So, hallo, ein kleines Statement.
Die Time Station 1 haben wir jetzt erfolgreich erreicht. Ich bin ein bisschen außer Atem. Wir haben jetzt 20 Minuten lang unseren Tobias trocken gelegt, frisch angezogen, gepampert und gewickelt. Und wir sind super zufrieden, super glücklich. Er hat eine richtig tolle Leistung hingelegt. Wir haben eine tolle Leistung, muss uns auch jetzt mal selber loben. Wir haben eine super Leistung hingelegt. Unser Team ist so geil. Ja, das läuft wie am Schnürchen. Und freuen uns auf die nächste Time Station. Wir sind voll im Plan, wir sind super glücklich. Und außer dieser 20-minütige Pause in den 10 Stunden haben wir noch kein Päuschen gemacht. Sehen aber noch gut aus dafür, finde ich. Hm? Da, weiter, genau. Weiter. Uns geht weiter. Vorsicht, Nebel. Und weiter. Ganz, ganz leicht rechts und dann geht es leicht links. Aber nicht scharf, ganz weich. Ganz weich nehmen. Ganz weich. Dann geht es ganz weich rechts. Rechts, rechts. Jawohl, bleibt dran, genau. Ganz weich rechts, weiter. Das ist eine weiche Kurve. Weiche Linkskurve, weiche Linkskurve. Bisschen schärfer kommt es jetzt links. Schärfer, bisschen links. Jawohl, jawohl, Schlagloch aufpassen. Jawohl. Genau. Radkurve. Linkskurve, jawohl. Jetzt schlängelt sich wieder ein bisschen. Halt rechts. Jawohl, das ist auch keine scharfe Linkskurve. Wahnsinn. Jawohl. Das sehe ich, diese S-Kombination hier. Jawohl, jawohl. Dann rechts. Und links. Aber alles harmlos. Wir kommen jetzt gleich. Hier scheint alles gut einzusehen. Oh, die Sonne ist geil, wenn die jetzt gerade so rein. Also, wir waren jetzt gerade in Insernia. Mein Herzschlag hat sich verdoppelt. Ich habe meine Blutdrucktabletten noch nicht genommen. Aber ich glaube, wir dürfen uns hier nicht mehr blicken lassen. Oder unser Fahrer. Aber macht nichts, wir sind heil durchgekommen.
Schon in Ägypten. Eigentlich haben es die Bayern erfunden, weißt du das eigentlich? Pyramide. Mhm. Das ist aber ein Bierkiller, das heißt ja nicht Pyramide, sondern Bierpyramide. Pyramide. Ein Statement bitte? Statement? Ja. 8000 Höhenmeter überschritten. Deshalb bin ich noch nie in meinem Leben im Stück gefahren. Der Alpenscheuer, der Typ. 130 Kilometer. 42 zu gehen. Zeit. Um Wally zu einzustreichen. Höhenmeter zu gehen. Knapp 2,5 noch. Schießen wir 2,5 die Fahrer an. Und die 10 machen wir voll. Ja, logisch, müssen wir ja. Ja, sag ich. Ja. Geil? Ja, ja. Wir bringen dich dahin. Weiß ich. Gell? Geiles Team. Danke. Was tut's? Immer? Nee, was ist denn? Geiler Sieg. Willst du was sagen dazu, Statement? Ja, das sind Sachen, die brauchst du jetzt eigentlich nicht, weil Wasser in den Augen ist ein Scheiße. mega. Also, das ist jetzt schon mega. Ja, schon mal in meinem Leben. Meine Anzeige der Höhenmeter auf dem Tacho. 10.649 aktuell. Die werden verrückt. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt geht's ein bisschen hoch und dann geht's runter und dann rauschen wir schmeidig Richtung Silvi. Und werden uns die Ram Solo Quali schnappen. Und zwar
nicht irgendwie auf so einer billigen 24 Stunden Zeit fahre wie im Dreck. Nee, so richtig mit Höhenmeter. Ja? So richtig verdient quasi. Ende! Geht's. Ich bin zuerst mal total stolz auf meinen Mann natürlich. Tobias hat es super gerockt. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Und mega stolz auf unser Team. Olli, Martin, Tom und meine Wenigkeit. Wir haben das so genial gemacht. Es war so eine geile Harmonie. Wir hatten so viel Spaß. Und trotz allem haben wir unser Ziel nie aus den Augen gelassen, Tobias gesund und munter an das Ziel zu bringen und Finisher zu werden und sich zu qualifizieren für die Ram in Amerika. Und das haben wir geschafft. Olli? Ja, schließ mich meiner Chefin an. Und da ist er, unser Spitzenläufer, der Topse. Auf seinen letzten Metern Richtung Einkaufszentrum. Wir sind alle mächtig gestylt in unseren genialen gelben Trikots und in unseren gelben Leibern. Aber die letzten Meter gehören dem Topse. Und hier sehen wir das Prinzip. So sehen Sieger aus. Schalalalala. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Das geht nicht. Also, es funktioniert. Es funktioniert. Jetzt brauchen wir es dann nochmal. So, das sind die letzten 2 Kilometer. Wir gehen jetzt kein Risiko mehr ein. Achso, schmeiß du überhaupt? So, da sind wir wieder. Live mit Headset. Und ja, hier im Auto hat jeder nochmal ein geiles Statement abgegeben. Und ich gebe jetzt nochmal das letzte Wort vorsichtig an den Fahrer. Yes! Achtung, es gibt nochmal nette Hupereien. Wir gehen jetzt keine Risiken mehr ein. Die letzten Meter, wir freuen uns riesig. Genau, alles gut. Alles klar, genieß es. Tobi Schall hat sich ausgeschaltet, der genießt. Der letzte Kilometer.
total irre. Ich drehe gleich durch. Mega, mega. Sucht euch einen Parkplatz auf. Wir suchen uns einen Parkplatz, ja. Genieß es noch. Ja, Mann! Wir bleiben noch die letzten Meter bei dir. Nicht mehr stürzen, nicht mehr stürzen. Wir gehen nochmal dazu, bitte. Ich hab's. Tobias, go! Danke, danke. Hey! 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 H
los. Also, das ist das Ding. Finisher. Racing Cross Italy. Was noch viel, viel geiler ist. Zeit dazu. Bin gestern an der Stadt. Hier im primäre Ziel. Das Rennen binnen maximal 37 Stunden zu beenden, weil ich dann die offizielle Qualifikation habe für das Race Across America Soto zu fahren. Habe ich 35 Stunden 48 draus gemacht, auch gut. Sehr hartes Rennen, aber geil. Geile Landschaft, geile Menschen, super organisiert, super Team vor allem. Eigentlich das beste Team. Ja? Also da auch nochmal danke an in Zugpforten. Ich glaube, das sieht man nicht, dass ihr so eine Trainingssitze seid. Und dann rechts und links an mir vorbeilaufen. Rechts und links. Gratuliere. Bravi anche voi, Max, ciao Stefano. Ciao, mille grazie. No, no. Grazie. Sempre pensavo di essere al... No, no. Ultimo cappuccino e poi via, in Germania. Poi? Robin Kettig, 7. Platz von Italien. Erste Tag hier, ich glaube 2 Monate. Okay. Und hier? Langweilig. Ja. Das Leben kann so schön sein, einfach das gleiche egal. So, jetzt geht's heimwärts. Mission erfolgreich beendet. Der Juni kann kommen, Amerika werden wir rocken. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Ciao, ciao.